Auch die Landwirte leiden unter der Epidemie. So vernichtet Deutschlands größter Salatproduzent derzeit seine Ernte. In den Auslieferungsregalen gähnende Leere. Bundesweit werfen die Bauern Gemüse im Wert von 2 bis 3 Millionen Euro weg. Der Firmenchef versteht die Welt nicht mehr. Wir essen hier jeden Tag Salate, unsere Erntearbeiter jeden Tag Salate. Wir machen also praktisch einen Test am Menschen. Und zwar seit etwa 3 Wochen können wir sagen, es wird jeden Tag Salat gegessen. Alle Erntearbeiter, 600 Leute in diesem Betrieb essen täglich Salat und wir haben nicht einen Krankheitsfall. Bärs Beteuerungen helfen nichts. Dazu kommt, was nicht verkauft worden ist, muss er zurücknehmen. Denn seine Kunden, also Supermärkte und Handelsketten, müssen keine festgeschriebenen Mengen abnehmen. Ihre Bestellungen sind von der Nachfrage der Verbraucher abhängig. Und diese ist bekanntlich eingebrochen, seit das Robert-Koch-Institut dazu rät, auf den Verzehr von Gemüse zu verzichten. Da helfen auch eigene Laboruntersuchungen nichts. Ja, wenn Salarico auch vom 24.05. auch negativ, genau das Gleiche. Salaverde, auch ein neuer Typ, auch immer das gleiche Ergebnis, negativ. Salatherzen, der sogenannte Mini-Römer, genau das Gleiche, auch wieder negativ. Also Sie könnten hier durchgehen, Kopfsalat, alle Salate, negativ. Allein die Finnen trauen Bär und nehmen noch Ware ab. Den Rest, eine Ernte von mehr als 3 Millionen Salatköpfen, hat der Großbauer schon vernichten lassen. In den Notaufnahmen der norddeutschen Krankenhäuser treffen noch immer Neuerkrankte ein. Wie hier am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf werden sofort nach der Ankunft Stuhlproben der Erkrankten analysiert. Bereits nach kurzer Zeit ist klar, ob es sich um EHEC handelt. So kommt der Stuhl an, aus der Notaufnahme. Es gibt zwei Selektivplatten, einmal diese ESBL-Platte. Da würde der pathogene Keim, wie man hier sieht, so rostbraun wachsen. Also ein Kuli wächst, da ist ein Indikator drin, rotbraun. Und das hier ist auch eine spezielle Selektivplatte. Da wächst der Keim so schön wie Kuhaugen. Also es sieht ganz hübsch aus, aber es ist ganz gefährlich. Was den Keim so gefährlich macht, haben jetzt gleich 2 deutsche Wissenschaftler-Teams entschlüsselt. In Darmstadt haben die Forscher mit Hilfe eines neuen Verfahrens die Erbinformation des Bakteriums dekodiert. Ein Prozess, der früher wesentlich länger gedauert hätte. Das Neue und das Revolutionäre an dem Verfahren ist die Geschwindigkeit, mit der diese Maschine arbeitet. Wir haben am Montag die Proben aus Münster bekommen, haben dann die DNA aufbearbeitet den Tag über und haben dann angefangen, die Maschinen laufen zu lassen mit mehreren Chips. Und war es dann möglich, am Mittwochabend bioinformatisch anzufangen, das Genom zusammenzubringen. Und dann haben wir im Prinzip am Donnerstagmorgen den Keim von Münster entschlüsselt gehabt. Die Erbgutsequenz zeigt, O104H4 ist ein genetischer Hybrid, der die Eigenschaften von 2 unterschiedlichen Erregern auf gefährliche Weise vereint. Zu diesem Ergebnis gelangte auch ein Team aus der Uniklinik Hamburg-Eppendorf. Gemeinsam mit chinesischen Forschern haben sie ergründet, warum der Keim so außerordentlich aggressiv ist. Wir haben ja es hier mit einem Erreger zu tun, der auf der einen Seite in der Lage ist, besonders fest an einer Oberfläche zu haften. Das heißt, einmal aufgenommen bleiben die Bakterien für eine lange Zeit im Darm und machen dann häufig gar nicht so viel oder nur ein bisschen Durchfall. Jetzt ist es so, dieser Erreger, den wir identifiziert haben, hat neben der Eigenschaft, sich am Darmepithel festhaften zu können, zusätzlich auch die Eigenschaft, das Toxin zu produzieren. Dieses Toxin verlässt den Darm, gelangt in die Blutbahn und führt dann eben zu den bekannten schweren Komplikationen. Die Wissenschaftler hoffen, dass sie die Krankheit anhand der neuen Erkenntnisse besser bekämpfen können. In Hamburg sind unterdessen 2 Männer gelandet, die lange als Urheber der Katastrophe galten. Die beiden Spanier wurden verdächtigt, giftige Gurken nach Deutschland gebracht zu haben. Zu Unrecht. Wir sind hier, weil wir letzte Woche als Verursacher beschuldigt wurden. Unser Name ist nach wie vor im Umlauf und es gibt eine sehr schlechte Presse. Wir wollen unsere Ehre wiederherstellen. Zusätzlich wollen die Männer Schadenersatz von der Hamburger Gesundheitssenatorin einfordern.
Schließlich sei die für den Umsatzeinbruch verantwortlich. Nun, ich bin der Bauer, dessen Gurken laut Frau Cornelia, der Senatorin, diese Tode verursacht haben sollen. Ich hatte Albträume. Meine Familie lebt in Angst. Meine Kinder, meine Angestellten. Es ist ein massives Problem. Die vermeintlich toxische Ware lagert inzwischen auf dem Hof von Uwe Behnken. Er hatte die angeblichen Todesgurken aus Spanien importiert. Dann kamen die Kontrolleure und verhingen ein Verkaufsverbot. Also hier wird jeden Abend zugemacht. Und hier haben wir dann ja auch keinen Zugang von nirgendwo. Und die Gurken lagern jetzt da. Und wenn wir jetzt nachts hier zumachen, dann, also wenn Feierabend ist, dann wird die Gurke hier in diesem Raum vor verschlossenen Türen aufbewahrt. Und das haben wir jetzt bislang jeden Tag rein, raus immer gemacht. Und wir wissen nicht, was wir mit den Dingern machen sollen. Da die Behörden die Gurkenpalette nicht abholen wollten, bot Behnken seine Hilfe an. Vergeblich. Mein Angebot war ganz klar, ich würde die hier verbrennen unter Zeugenaufsicht, die hier vor Ort. Ne? Und wir hätten Gelände genug und hätten das verbrennen können hier. Und da hat man natürlich gesagt, man kann keine Ehegurken öffentlich verbrennen. Das ist nicht möglich. Das muss schon in einer geordneten Verbrennungsanstalt sein und das muss protokolliert werden. Noch heute Mittag fragt sich ganz Deutschland, wo verbirgt sich der Killerkeim? Sind es Gurken oder Tomaten oder Blattsalat? Für diejenigen, die bereits erkrankt sind, geht es noch immer um Leben und Tod. Mediziner tauschen das Blutplasma aus, um Gift abzuleiten. Die Patienten rätseln, wie sie sich ansteckten. Die Frage nach dem Essen, das kann man gar nicht beantworten. Man geht da irgendwo hin, man isst mal was, man kauft was. Und man kann das einfach nicht, das kann man gar nicht nachvollziehen, wo das herkommen könnte. Das kann keiner. Und irgendwann tritt das dann auf. Naja, und dann geht das eben so einen Gang. In der Dialyse der Klinik in Hamburg-Altona landen bei weitem nicht nur überzeugte Rohkostesser. Ich hatte Patienten, die sagen, ich habe, seitdem ich denken kann, nie Salatgurke gegessen, weil ich sie nicht mag. Dass ich eine Salatgurke gegessen habe, ist vollkommen ausgeschlossen. Die sucht Salat auf Salatgurke raus, auch wenn sie klein geschnitten ist. Wir haben Patienten mit Milcheiweißallergie, die gar keine Milchprodukte essen, die haben es. Wir haben Vegetarier, die haben es. Wir haben Leute, die haben Eis gegessen. Es haben Leute, die haben kein Eis gegessen. Mit einem Wort, die Quelle ist nicht bekannt. Und das ist die größte Spekulation. Den Medizinern bereiten vor allem die plötzlich auftretenden schweren Komplikationen Sorgen. Besonders, wenn das Gehirn angegriffen wird. Wir haben hier die Situation, dass wir von den Patienten, die ein HUS entwickelt haben, also dieses hämolytisch-urämische Syndrom, dass 50% der Patienten schwere neurologische Ausfallserscheinungen entwickelt haben. Wir haben beobachtet, dass viele dieser Patienten epileptische Anfälle bekommen und dann in ein Koma fallen und oftmals jetzt schon seit Tagen eben auch tiefkomatös sind und beatmet werden müssen. Wir haben aber auch andere Verläufe gesehen von Patienten, die schlaganfallähnliche Symptome zunächst einmal hatten, eine Sprachstörung, eine Lähmungserscheinung, Doppelbilder, die dann auch fast ausnahmslos in den nächsten 3-4 Tagen sich dann auch verschlechtert haben. Letzte Meldung von der EHEC-Front. Angeblich gab es auch Lieferungen von Sprossen aus dem Ausland in den Gartenbaubetrieb nahe Uelzen. Die Suche dürfte also weitergehen.